Herzlich willkommen im Salzburg Museum. Ich begrüße Sie zur Ausstellung Großes Welttheater 100 Jahre Salzburger Festspiele. Die Ausstellung ist derzeit leider geschlossen, aber wir wollen Ihnen dennoch ganz spezielle und sehr persönliche Einblicke in diese Ausstellung ermöglichen. Und das erste Bild, das ist die Bühne, die die Welt bedeutet. Und es ist die Bühne, die 1920 auch den ersten Jedermann getragen hat. Wenige Monate nach Ende des Ersten Weltkrieges, die spanische Grippe tobte, da war es nicht selbstverständlich, dass man ein Festival begründet hat. Selbst diese Bühne wurde damals aus Hölzern vom Kriegsgefangenenlager in Krödig, vom sogenannten Russenlager, errichtet. Also vieles, was auch an Geschichte mit den Festspielen verbunden ist, so wie auch die Gegenwart neuerlich Geschichte schreibt. In der Vorbereitung für das große Festspieljubiläum 2020 hat man dann Maris Jansons eingeladen für Boris Godunow. Er hat sich auch diese Partitur von Karajan unbedingt noch ansehen wollen. Leider ist er dann 2019 verstorben, er, der auch so stark mit den Festspielen verbunden war. Und dann auch durch Corona die notwendige Entscheidung, dass dieses so aufwendige Stück erst 2021 dann aufgeführt werden soll. Und daneben liegt die Maske, die uns jetzt alle begleitet in Zeiten von Corona. Und die Maske der Salzburger Festspiele ist ja zwischenzeitlich auch ein Sammlerstück geworden. Vieles macht die Salzburger Festspiele zu etwas Besonderem, einiges auch zu etwas Einzigartigem. Und dazu gehört auch die Felsenreitschule dazu. Und die Kolleginnen und Kollegen von den Werkstätten der Salzburger Festspiele haben diese Felsenreitschule mit den markanten Öffnungen, den sogenannten Arkaden, als Kulisse nachgebaut und in das Herz unserer Landesausstellung gesetzt, hier in die Kunsthalle. Befüllt ist die Felsenreitschule mit einer Auswahl wunderbarer Kostüme. Und letztlich war das auch so ein ganz großer Wunsch unserer Landesausstellung, diese Welt der Bühne auch als Gesamtkunstwerk begreifbar zu machen. Immer wieder begegnet man Kulissen, Bildern, Illusionen, durch die man sich entsprechend hindurch bewegt und damit eben auch eintauchen kann in 100 Jahre Festspielgeschichte.